Gucken, ich mag Züge von Baba Memes rein. Ich liebe Ronaldo. Wo habe ich jetzt Bock? Alle schreiben mir, wo bist du? Wo bist du? Hey, wo bin ich wohl? Ich bin auf Entgiftung, Digga. Einfach Monte damals. Wenn du deiner Freundin versprochen hast, dass du aufhörst. Oh! 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 Also nicht! Wenn er sagt, er steht auf Züge. Halt's Maul. Gibt's eigentlich solche Züge noch, die so machen? Das ist gefühlt alles Deutsche Bahn, ICE, wumm. Gibt's solche Fahrten? Dürfen die noch fahren? Die sind ja absolut, was die da raushauen aus, ne? Wisst ihr, was ich meine? So Umweltdinger sind ja Dampfloks. Ja, die sind ja safe. Umweltschädlich as fuck. Ja, reicht doch jetzt mit deinem Zug. Wieso entzündet er einen Tornado mitten im Unterricht? Was wollte ich sagen? Guck mal, hier mitten im Unterricht. Guck mal, wie dumm mitten. Ey, Digga, der wollte gerade Zirkel hinstellen und einen Kreis drehen. Auf einmal, er macht Tornado. Ja, vorne ist wahrscheinlich auch noch Lehrer, oder? Oder war frei. Es könnte auch sein, dass so Freistunde war. Aber Digga, der hat den einen vor ihm so nass gemacht, der ja. Digga. Oh, da ist doch eine Lehrerin. Ey, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute Tornados und so machen wegen Ron und so. Alter, das ist so cringe, no joke. Komm, ich hab einen Freund. Er will dich. Ein Versuch war es ja wert. Digga. Das habe ich auch gesehen. Ganz normaler Montag in Duisburg. Digga, das arme Stoppschild, chill doch. Egal, Bro. Beim nächsten Mal klappt es. Möcht bitte ein Stück. Wie? Du willst es von meinem Käsekuchen haben? Ja. Von meinem? Ja, von deinem. Was krieg ich dafür? Einen saftigen Döner. Nee! Was ist das Moment, denn? Wenn man den perfekten Handschlag macht. Boah, habt ihr den Sound gehört? Den perfekten Handschlag macht. Boah, wie geil. Oder du weißt, was das heißt. Krass. Egal, okay. Es ist 3 Uhr nachts. Es wird alles runterfallen und ultra laut scheppern. Guck mal, was macht der denn auch? Mach doch einfach auch entspannt. Ja, oh mein Wenn Gott. Mama sagt, sie hat originale AirPods aus Türkei mitgebracht. Ey, yo, what the fuck ist das? Digga, was ist das denn? Wo sollst du dir denn hinstecken? Die Mutter war so mies überfordert. Ich wüsste, no joke, wenn das mein Kind wäre, ich würde da stehen, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ich würde einfach nach Hause gehen. Digga, der soll da machen. Als Maul. Jeder kennt diesen Moment beim Zocken. Nee, ich hab da keine Kopfhörer rumhängen. Momentan so läuft. Das ist wie ein Pudding. Ich kann den einfach über Kopf kippen. Ja, ich Bruder. Kann den einfach über Kopf kippen. Ja. Er läuft nicht raus. Es passiert nichts. Ja, es ist doch so obvious. Pudding. Guck mal. Es läuft nichts raus. Ich kipp. Nein! Ja, wer hätte es gedacht? Der Arme wollte doch nur nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wisst ihr was? Oh mein Gott, Entschuldigung. Sie haben mich jetzt erschrocken. Bitte macht keine Schüsse. Nur eine Frage. Wisst ihr, wo das Kino ist? Ja, wir müssen jetzt. Das ist Irat. Bruder! Digga, was macht er mit denen? Digga, was. Digga, ich hab das Video gar nicht gesehen. Digga, was ist denn mit der? Die erschreckt sich ja schon. Wisst ihr was? Guck mal, die erschreckt sich ja da schon, aber Digga, das hier. Automat das Restgeld schluckt. Digga, Kippenautomat. Was zum Teufel ist das für eine Werbung? Hey guys, it's me, Flying Gorilla.
Die habe ich auch mal gehabt, glaube. My new app on the App Store, Flying Gorilla. Obwohl, ich habe das, glaube ich, nur auf TikTok gesehen. It's a free download, so... Retalk, ich würde mir die App runterladen, wenn ich so eine Werbung habe. Sie hat einfach Monte studiert. Weil manchmal kommen so Leute zu mir und sagen, ja, das Bruder, ich auch meine Tochter oder mein Sohn schaut dich voll gern. Da frage ich immer, wie sind die? Ja, 7, 8. Und dann, Bruder, denke ich mir immer, hoffentlich hat der nicht meine letzte Mario Kart-Folge gesehen, Mann. Wo ich alle von A bis Z als Fettsäcke bin, Bruder. Jo, die stottert auch genauso. Ach, was für Fettsack, Alter. Du dummer Fettsack. Aus Fettsackhausen, Digga. Nachbar aus Masthausen. Du Fettsack von Fettsackhausen, Masthausen, Fettsack. Boah, Eiszapfen so krank. Ey, Digga, ich hatte einmal so einen richtig fetten Eiszapfen in der Hand. Der war so fett, der war so groß. Aber, Digga, Klima, alles gefickt. Es gibt kein Eis mehr. Oh mein Gott! Holy shit. Die Welt war noch okay, als wir das gespielt haben. 3, 2, 1. Oh mein Gott, Beyblade, so krank, Digga. Irgendwo müsste noch so ein Haufen Beyblade sein. Aber ich weiß nicht wo. Digga, ich hatte auch damals diese Minifiguren, die man so geschossen hat mit den Fingern. Wisst ihr noch, wie die heißen? Ich weiß nicht mehr. Aber Digga, ich hatte auch geisteskrank viele Beyblade gestört. Ich glaube, ich hatte sogar den da. Diesen blauen. Diesen El Drago oder wie der hieß. Bakugans? Nee, irgendwie anders hießen die. Oh, Digga. Ey, was war das Auto da? Komplett Ausfall. Dings. Ey, die haben mir angeantwortet. Geantwortet, du Volldepp. Neues aus dem Haus der Gucci-Oma. Mal gucken, was die Gucci-Oma heute so macht. Gefühlt so sieht legit jeder 13-Jährige aus. Thomas, du Peach, wenn in einer Woche das Geld nicht da ist, bekommst du dicke Schelle von mir. Wenn ich Geld von Baba brauche, er aber nicht da ist. Ja, okay, Digga, nimm doch einfach raus, mach doch hier nicht solche Filme. Der Bruder läuft bis heute damit rum. Oh mein Gott. Also, der es nicht merkt. Als ob der das nicht merkt. Aber das spürt man doch auch ein bisschen, oder? Dann so an der Jacke ziehen und so. Ey, Kameramann ist auch alles egal. Der steht direkt einen Meter hinter ihm. Ja gut, vielleicht merkt man es nicht, wenn man voll in seinem Film ist, ne? Und gerade einfach so marschiert. Ja, kann schon sein. Der Bruder hat einfach Eier aus Stahl. Entschuldigung? Such einen Job. Kann man bei Polizei schwarz arbeiten? Nein. Gar nicht? Kann man nicht. Schwarz müssen sich bewerben. Ja. Bei Polizeipräsident Berlin? Genau. Er kennt mich eigentlich. Ich habe voll viele Briefe von ihm bekommen. Er ist ein Vollidiot. Kleiner Tipp an alle Gamer. Ja, auch immer das Problem, dass nach dem Essen euer PC voller Soße ist. Ja, habe ich immer das Problem. Ich schmeiße ihn dann aus dem Fenster und bestelle mir einen neuen. Für eine schonende Reinigung habe ich diesen Trick entdeckt. Ja, auch? Legt hierfür einfach die betroffene Stelle oder... Ja. Sogar die Polizei trollt ihn. Der arme Digga. Der Penta. Die betet. Minuten, wenn ich sie umrühre. Der Moment, wenn ich einmal in meinem Leben Hilfe brauche. Ja, da können wir in diesem Fall nicht weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Ey, Support-Dinger teilweise so ehrenlos. Was hast du hier gebaut? Cola Waldbeere, willst du probieren? Lass mal probieren, Lu. Nimm. Korrekt einfach. Ach. Dein Mundstück ist noch drauf, ne? Ja, wenn ich das nicht juckt, dann benutze einfach meins. Ist doch kein Problem. Bist du dir sicher? Na klar. Ja, okay. Ja, was hat der an? Junge, der hat doch so einen Anzug. Und das ist halt das Wichtige, dass wir jetzt den Versuch wieder aufnehmen. Digga! Oh, what do I like?
good looks. Oh mein Gott. Schwimmbad Kurzgefängnis geworden. Wie kommen die denn da überhaupt rein? Sind die dumm? Ja gut, es ist schon spät, die sind wahrscheinlich alleine da. Ja, okay. Stell dir vor, du bist so 80-jährige Oma und schwimmst da unten und denkst, was geht jetzt ab? Ey, aber gutes Video. Es war actually funny. Gutes Video.